Nächte durchfeiern, mit Freunden treffen, um die Welt reisen. Was die Jugend normalerweise macht, ist in Corona-Zeiten gestrichen, um Ältere zu schützen. Finden sich junge Leute trotzdem draußen in Gruppen, werden sie schnell zum Sündenbock gemacht. JUSO-Chef Kevin Kühnert findet das nicht fair, fordert mehr Verständnis für die Generation Corona. Es sind gerade Jüngere gewesen, die überwiegend sich sehr verantwortungsvoll gezeigt haben, die anfangs eingekauft haben für die Risikogruppen beispielsweise. Also diese Pauschalurteile, die sollten wir uns alle klemmen. Verständnis ist Tübingens Oberbürgermeister Palmer nicht genug. Er will Ältere und Risikogruppen mehr schützen, dafür jüngere Menschen mehr laufen lassen. Es ist zum Beispiel so, dass Menschen unter 20 praktisch kein Risiko haben zu sterben an Corona, ungefähr so wie im Straßenverkehr auch. Für Menschen über 80 aber ist es ein hochtödliches Virus und entsprechend muss man die Maßnahmen, meine ich, abstaffeln. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung kann mit diesem Jung-Alt-Schema rein gar nichts anfangen. Alt sein, das sei für niemanden weit weg. Auch junge Menschen haben Eltern, junge Menschen haben Großeltern. Und ich glaube, es gehört zu der gemeinsamen Verantwortung einer Gesellschaft, sich dieser Herausforderung bewusst zu werden. Isolieren, laufen lassen oder auf Eigenverantwortung setzen. 10 Wochen vor Weihnachten, wohl eine der entscheidenden Fragen.